Yo, yo, yo. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem wunderschönen Kanal. In der Kamera ist der wunderbare Timo. Moin. Ihr kennt ihn doch alle von Autosaftig. Und wir sind heute auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug, wie ihr euch hier schon umschauen könnt. Wir sind in Hamburg in, ich glaube, ist das hier so Bildstraße oder wie heißt das hier? Ist das eine Süderstraße? Nee, Ecke Süderstraße, da für die, die aus Hamburg kommen, wissen, da sind hier die Import- und Exporthändler und Gebrauchtwagen, ja. Also die Im- und Exportfahrzeuge hier, vor allen Dingen viel Export, glaube ich. Nicht so viel Import. Es werden wieder tolle, gepflegte Fahrzeuge gesucht und wir sind auf der Suche nach einem Taxi. Lass uns mal hin und wir fragen mal nach, ob die das für mich da haben, die Jungs hier. Vielleicht was unter 500.000 gelaufen. Ja, Puder. Ja, Platz ist ganz gut. Ne, der 7er soll ja weg, wie ihr wisst. Und wir brauchen irgendwie was Neues. Ich glaube, ich habe seit Januar kein Auto mehr gekauft, so richtig. Außer diese zwei Projekte mit Aiko, diesen Peugeot und die S-Klasse. Es wird wirklich wieder Zeit. Also, lass uns mal gucken. Ja, wir stehen hier vor unserem ersten Objekt, der BGDW 212 E-Klasse Taxi. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Doch, habe ich schon gesagt, ne? Achso. Taxi. Also W212 Facelift Modell 2015er Baujahr. 200er CDI. Was ich damit vorhabe, dass er fertig später. Motormäßig jetzt 400.000 auf der Uhr. Aber hier, der hat vor kurzem noch ein Neues bekommen. Ach, den ersten bei 390.000. Warum willst du das haben? Das sieht alles so neu aus. Sieht echt voll sauber aus, ne? Ja. Sieht wirklich für 400.000 noch richtig gut aus, muss ich sagen. Weil wenn du hier guckst und so, das ist alles, also selbst da unten, Digga, das sieht alles relativ sauber aus, Digga. Die meisten werden diese Facelift-Modelle kennen, weil die Autos generell, wenn man jemals in deinem Leben Taxi gefahren ist, kannst du ja einmal reinschwenken. Die haben immer schon, im Gegensatz zum Vor-Facelift, diesen Bildschirm da. Ich weiß gar nicht, was da sonst auch Unterschied. Sieht ein bisschen moderner aus, von innen, von außen sieht das viel moderner aus, finde ich. Deswegen entscheide ich mich jetzt auch für das Auto. Das kostet, was soll er, haben? 6,5 netto, ne? 6,5 netto. Hat hier sogar schon hier so Landose und unterstützen. Ja. Viel Ausstattung haben sie meistens nicht. So ein bisschen was, ne? Ist okay für einen 200er. Der sieht gar nicht so schlecht aus. Hinten die Sitze, das ist ein bisschen, also ging eben nicht runter. Das ging nicht runter. Die Isofix-Dinger, ja, oder? Ja. Also der, oh, drüben war unten, aber da habe ich ihn hochgemacht, jetzt geht er nicht mehr runter. Ja. Das ist da hinten, das ist so ein bisschen kaputt. Für die Lütten, ne? Aber sonst sieht das echt ganz gut aus. Auch hier hinten, Digga. Ja. Nö, der sieht ganz sauber aus. Vorne auf dem Hof ist noch einer, der sieht deutlich schlechter aus. Ja. Wollen wir einmal starten? Nach Andertegen. Reifendruck und Handbremse. Ich würde sagen, wir schreiben den mal mit auf die Liste, weil der ist echt ganz okay, finde ich, bis jetzt erstmal. Aber es gibt hier in Hamburg noch 50 andere gefühlt, wo wir nochmal eben vorbeischauen können auf die Schnelle. Eben noch da drüben bei der Konkurrenz gestanden, jetzt mal eben kurz rübergelaufen. Das ist hier Schlag auf Schlag, Leute. Und hier vorne stehen zwei Objekte der Begierde. Hallo, moin. Ich bin hier gerade bei dir auf dem Platz. Ja, wie kann ich helfen? Da sind zwei W212er Facelift-Modelle, Limousinen. Kannst du mir da einmal die Daten zugeben? Irgendwie, wenn du die aus dem Kopf weißt, weißt du wahrscheinlich nicht. Nee, also wie gesagt, der Kollege kommt schon wieder gleich. Weil er nach eine Stunde wieder nochmal reinkommen. Ja, alles klar, weiß Bescheid. Alles klar, danke. Jo, ciao. Was sagt er? Ja, der Kollege kommt in der Stunde nochmal, ruft dann nochmal. Stunde? Mal. Danke, tschüss. Wollen wir trotzdem einmal kurz zeigen? Ja, können wir kurz eben einmal rüberhalten lassen. Ja, Traumautos. Im Endeffekt sehen die Dinger sowieso alle gleich aus. Also Limo Nummer 1, Limo Nummer 2. Ja, beide sind gelb, ne? Erstmal jetzt. Ich weiß nicht, was für Motoren. Keine Ahnung, meistens sind es ja 200er oder 220er. Digga, der das Fenster aufkriegt, oder? Ja, hab ich auch eben schon gesehen. Warum? Schimmelmimmel. Ausstattungsmäßig sehen sie alle ziemlich gleich aus. Was ist der Riss oder was? Ja, der hat schon also der andere, den wir eben eingekriegt haben, der sah von dem nicht besser aus, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, der hat hier hinten die Stoßstange. Einmal kaputt, ne? Hä? Wir gucken uns die Autos an. Ja, wir haben gerade mit ihm telefoniert. Er meinte, er ist gleich da. Uiuiuiui, Digga, wenn man hier angepöbelt, Digga, das wäre wie bei Autojastik. Was machst du da? Gibt's direkt Stress wieder, ne? Ja, hier hinten, das hat, wollte ich gerade sagen, der hat einmal so einen Stoßstangenbumser. Aber eigentlich für das, was ich damit vorhabe, ist es auch relativ egal, ne? Eigentlich suche ich wirklich den günstigsten mit nicht übertrieben vielen Kilometern, damit man ihn noch irgendwann irgendwie loswerden. Vielleicht so um die 300.000, wenn man das irgendwie hinbekommt für ein Budget von 7
5000 Euro so. Ich würde sagen, wir fahren mal weiter. So, bis gleich, Leute. Juhu. Wir haben uns eben noch ein paar angeguckt, aber ich habe euch jetzt nicht alle gezeigt, weil das ist im Endeffekt irgendwo ja immer das gleiche Auto, fast dieselbe Ausstattung. Es ist nicht so spannend. Jetzt sind wir noch mal so eine Viertelstunde quer durch die ganze Innenstadt gefahren und hier sind laut Mobile auch noch ein, zwei, drei interessante Fahrzeuge. Eigentlich war der erste, ist eigentlich fast der beste. Ja. Da, wo wir auch am meisten gefilmt haben, der, weißt du? Ja. Mit der Motorkontrolllampe zwar, aber das kriegt man, glaube ich, irgendwie noch hin. Bisschen undicht, aber ja, irgendwo Abgase im Innenraum sind auch mal schön. Bis gleich. Peace. Sind wir on? Ja. Hinter uns gerade eine Aufbereitung, ist ein bisschen laut, deswegen ich erhöhe meine Stimme. Schlüssel haben wir bekommen, Nummer 64. Gleiches Modell wie die 18 Stück davor auch. Geil. Heißt, liegen wir hier bei 7 netto, ne? Hat er gesagt? Was hat er gelaufen? Was meint er? 400, 300? 340. 340. Nicht ganz komisch hier drinnen. Meinst du, so Taxi-Dinger werden die auch gedreht und so? Nein. Wischwasser nachfüllen, sonst top. 368.000. Fast 340. Ja, fast. Oh, hier, guck dir das an. Nur vom Feinsten hier, ne? Louis Vuitton. Kannst du mal einmal so reinfilmen? Ja. Sieht auch gut aus. Was ist eigentlich der Verbrauch von so einer Karre? Ja, richtig eklig, ne? Okay, Verbrauch hat er keinen mehr. Können wir ihn ja mal starten. Hört sich auch nicht so gut an wie der andere, Digga. Motorkontrolllampe leuchtet hier nicht, aber auch Reifendruck. Das stinkt richtig irgendwie, ne? Das ist heftig, ja. So richtig so, als wenn jemand jeden Tag Sudoku drin gegessen hat und transportiert halt auch. Hier oben ist auch schon einer dran gestorben am Dachhimmel. Dafür, dass er noch 500 Euro mehr kostet. Und der andere hat, glaube ich, 20.000 einfach mehr gelaufen und kostet weniger und war vom Zustand her besser, finde ich. Ja. Nur die Motorkontrolllampe, aber das finde ich jetzt nicht ganz so wild. Immer schwarz, immer das Gleiche, ne? Hier ISOFIX für die Lütte. Kann man auf jeden Fall nutzen. Das ist einfach. Parktronic hat er auch. Es fängt hier extrem an zu regnen. Den ganzen Tag schon, Alter. Zum Glück habe ich 3 Wettertag drin. Oh ja, ich habe vergessen hier für das Günstige. Was sagst du? Ist nicht so richtig. Ich sag, wenn den ersten oder noch weiter gucken. Ja. Eine Adresse hätte ich noch, ein Stapelfeld. Ich glaube, da fahren wir jetzt noch mal eben auch schnell hin. Was seht ihr? Richtig, das Tor ist zu, der Mann ist nicht mehr da. Trotzdem mal eben kurz angerufen. Er sagt, er ist am Montag, er ist wieder hier. Das ist ein seriöser Autoverkäufer. Der hat auf jeden Fall Wochenende. Das heißt, ich muss Montag nochmal vorbeikommen, weil, ich habe gerade nochmal im Netz nachgeschaut, hier steht nämlich auch noch einer für 6,5 und der hat nur 270 gelaufen. Das heißt, nochmal 130, 150, keine Ahnung, weniger als der erste, den wir uns angeguckt haben. Wir machen einen kleinen Zeitsprung an dieser Stelle. Jo Leute, Tag später. Gestern war Freitag, heute ist Samstag. Heute Morgen ist noch ein kleines Angebot reinkommen bei Mobile. Und zwar, im Hintergrund kann man das sehen, ein S500, auch als Taxi, hier in Hamburg, Nettopreis um die 5000, irgendwie 4 irgendwas, über 400.000 gelaufen. Wir haben uns den gerade schon mal angeguckt, konnte leider nicht filmen, deswegen mache ich es jetzt nochmal eben so. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr bevorzugen würdet, eine E-Klasse 2015 oder das Ding 2005. Sieht von innen wirklich nicht mehr so schön aus. Motor beim Kaltstart auch, ist angesprungen, aber nicht so geil. Plus hat ABC-Fahrwerk, eigentlich eine schlechte Ausstattung, aber ABC-Fahrwerk, hinten hängt der, ABC-Störung ist auch schon im Tacho. Motor ist relativ trocken. Kleinen Ditcher an der Seite. Bin echt unentschlossen. So ein 10 Jahre älteres Auto. Und ich weiß, dass es bei YouTube wahrscheinlich besser ankommen würde, so eine S-Klasse. Auch gerade mit einem 500er Motor und kein 200er CDI. Aber muss man sich das antun, weil das Auto muss man erstmal komplett sanieren. Das heißt, komplett durchreparieren. Da sind überall Baustellen, was du bei so einer E-Klasse halt nicht hast. Da könntest du direkt loslegen mit Felgen, Fahrwerk, E-Folie, Bodykit, blamibum. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Aber ich bin gerade der Meinung, nee. So Leute, es ist ja nicht so weit, es ist Montag. Und wir sind wieder mal in Stapelfeld, da wo wir letztens schon im Regen standen und keiner mehr da war. Ich hoffe, dass heute jemand da ist. Ich habe zweimal angerufen, keiner ist reingegangen. Aber da steht bis 18 Uhr geöffnet. Ja, Tor ist noch auf. Ja, das ist unser Herzblatt hier. Auch 6,5 netto, so wie der erste, den wir uns anguckt haben. Ich muss aber sagen, jetzt schon so vom ersten Eindruck macht der erste ein bisschen besseren Eindruck. Hier fängt das schon so an. Es knackt hier die Tür, keine Ahnung, seht ihr das? Leichtes Problem hier im Scharnier anscheinend. Dann aktive Motorhaubestörung, habe ich noch nie in meinem Leben von gehört. Und das hier weiß ich auch nicht, Assist Plus ohne Funktion. Wahrscheinlich zeigt ihr dir nicht mehr den Assistenten an, also die Service-Dinger an oder was. Sonst, Motor läuft. Auch hier leuchtet die Kontrolllampe. Er meint, dass der Dieselpartikelfilter voll ist. Unfall hatte der auch mal. Klima scheint auch zu laufen, das wäre schon mal was. Der hier hat auch erst 280 oder 270. Wie sieht man das denn hier bei dem Ding hier? Hä? Was ist denn das? Naja, auf jeden Fall steht es hier vorne irgendwie. 270
1000. Sonst vom Allgemeinzustand halt taximäßig überall so ein bisschen was, aber eigentlich ganz okay. Beifahrersitz ist ja bei den meisten hier immer so gerissen. Das sieht auch noch gut aus. Hier überall so ein bisschen, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Der Kofferraum geht auch nicht auf von dem Fahrzeug hier. Irgendwas hört man hier. Aber nur mit Notschlüssel. Ich weiß es nicht, Leute. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich kann mich jetzt irgendwie gerade noch nicht so entscheiden. Durch den Dieselpartikelfilter, der verstopft ist, haben wir ein Problem, dass der nur bis 3000 dreht. Das heißt, so eine Art Notlaufprogramm. Ja, habe ich da jetzt Bock drauf? Ich weiß ja nicht. Also, mir sagt der Erste eigentlich am meisten zu, muss ich ehrlich sagen.